Ich bin kein guter Mensch. Aber dann denke ich immer, hey, irgendwie muss ich ja sein. Willkommen zu einer kleinen Rezension von mir und diesmal soll es um dieses Buch hier gehen. Ich bin so hübsch von Haselburger. Das Ganze ist erschienen im Kein und Aber Verlag, kostet als Taschenbuch Ausgabe 10 Euro und hat so rund 170 Seiten. Ich bin so hübsch ist eine Sammlung von verschiedenen Texten, Kolumnen, die Haselburger mal in irgendeiner Zeitschrift geschrieben hat und die nun hier teils ja, wieder veröffentlicht werden, teils sogar neu veröffentlicht werden. Wer Haselburger noch nicht kennt, sie ist ja so eine Art Poetry Slammerin oder ja auch Stand-up-Comedian aus der Schweiz. Und ich persönlich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit Humor, beziehungsweise habe so eine spezielle Art von Humor, aber Hazels Humor gefällt mir echt sehr, 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 sehr gut. Weil sie ist einfach, wie sie ist. Sie kommt auf die Bühne und wer sie vielleicht schon mal gesehen hat, ja, sie lächelt nicht sehr viel, hat immer dieses todernste Gesicht und erzählt großartige, böse Sachen. Ja, wie sehr sie Kinder hasst, wie sehr sie das Gebären hasst und ja, wie sehr sie Mütter hasst und ja, also nicht nur dieses Kinderthema, sondern allgemein ja, auch ein bisschen misanthropisch, ein bisschen Menschenhass dabei. Also einfach großartig und sie ja, pflückt das einfach so trocken raus und das ist einfach für mich jedenfalls sehr, sehr großartig, sehr sarkastisch und ich liebe diese Frau, ich liebe ihren Humor und ich wollte sehen, ob diese Texte ja eben genauso sind. Und nicht alle dieser Texte waren neu für mich, beziehungsweise die Texte an sich schon, weil ich die Kolumnen in der entsprechenden Zeitschrift noch nicht gelesen hatte. Aber man merkt doch hier auch viel aus ihrem Programm, was sie dann in einzelne, ja, Sketche umgewandelt hat. Und es war nicht alles ganz neu, was hier drin geschrieben war. Und trotzdem war es sehr, sehr unterhaltsam. Und wenn man ein nicht so guter, böser Mensch ist, dann hat man durchaus seine Freude damit. Die Kolumnen befassen sich mit verschiedenen Themen. Ja, da gibt es verschiedene Themen, wie zum Beispiel, wie sie sich freut darüber, dass sie Schwäne füttert, aber nicht, dass sie sie füttert, sondern sie versucht, sie mit den Krümeln in das Gesicht zu treffen und dass der Schwan dann weint und dann erst ist sie zufrieden, dann erst war es für sie ein guter Tag quasi. Diese Texte sind aber nicht nur böse, sondern sie sind sehr gesellschaftlich, sehr politisch und auch teilweise sehr feministisch. Die feministischen Texte haben mir natürlich mit am besten gefallen. Und nur Haselbrook sei es erlaubt, die Politik mit einer Menstruation zu beschreiben. Ich fand das sehr, sehr großartig. An einer Stelle macht sie das nämlich und ich sag euch das, ich lese euch das kurz vor. Wer nicht wählen geht, hat kein Recht, sich über irgendwas vollumfänglich aufzuregen. Politik ist für mich wie Menstruation. Bisschen unangenehm, aber wenn man es macht, kommt in Zukunft wenigstens nichts total Anstrengendes auf einen zu. Sehr, sehr großartig. Am besten hat mir auch der Text gefallen. Mein Motherfucking Frau sein Diss-Text-Chisel. Das ist ja auch ein sehr, sehr feministischer Text darüber, wie sie eben aufgewachsen ist und der Handwerkslehrerin am liebsten die Nadel in die Augen gestochen hätte und sie oder Handarbeitslehrerin die Nadel in die Augen gestochen hätte und lieber einen Totenkopfuntersetzer gebastelt hat. Sehr, sehr großartige Texte. Ich musste bei diesen Texten sehr, sehr viel schmunzeln. Und wer Hazels Humor mag und ja, gern ihre Videos schaut, ihr könnt auch mal bei YouTube googeln. Sie war schon mal bei Jan Böhmermann. Googelt sie einfach mal. Großartige Frau, großartiger Humor. Und deshalb lege ich euch in dieser Kurzrezension eben ihr kleines Büchlein ans Herz. Das war schon. Hey, yeah! Ich möchte von euch wissen heute, wer ist euer Lieblings-Stand-up-Comedian oder wer ist euer liebster Poetry-Slammer? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bye bye.